Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute ist Dienstag und dienstags gibt's Post von der netten Madame. Dann schauen wir mal. Was sie diese Woche sucht. Traum eines Goldschürfers. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ah, da hinten haben wir schon die Ballerei. Wird schon wieder ein Lager überfallen. So. Traum eines Goldschürfers. Oh, ein Armreif, eine 10-Dollar-Münze und eine goldene Taschenuhr. Gut, an die Taschenuhr ist dran zu kommen, aber mit den Münzen ist das ja so eine Sache. Ja, was wir nicht haben, das haben wir nicht. Dann fix den Hund gestreichelt. Wie sich das gehört. Und dann schauen wir mal, was heute anliegt. So. Dann wollen wir mal. Ne, nicht in die Tasche gucken oder hier in den Katalog. So. Warum geht das hier nicht? Jetzt aber. Allgemein, Gegner nicht mehr aus großer Entfernung mit dem okay, gewürztes Sammelfleisch gekocht, das kriegen wir bestimmt hin. Hüte von gegnerisch nicht mehr heruntergeschossen. Ja. Seidenpflanzen gesammelt, vom Pferd auf dem Fahrrad, Kutsche gesprungen. Da kriegt man ein bisschen was hin. So, Gesuchte von Jim. Oh, West Elizabeth abgeliefert. Ja, könnte man mal was machen, ne? Da ist wieder der Klassiker. Den Kadaver oder die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Und wieder. Ja, 20 Stück in 10 Minuten. Und eine Versorgungsmission. Oh. Gegenstimme im Spaten gefunden, Landkarte benutzt. Und Sammlerstücke verkauft. Ja, das wird alles nicht so einfach hier. Legendäre Tiere fotografiert, Tarntonika genommen und Sehigkeitstonika. Ist aber alles nicht so nach meinem Geschmack, das kann ich mir sagen. Hier wird's nichts. Dann gucken wir erstmal, ob wir hier noch schnell ein paar Hörnchen finden. Haben wir einen Hasen. Sind hier keine Eichhörnchen? Das gibt's doch nicht. Eins. Das ist ja lächerlich. Und er will das nicht mal aufheben. Ja, das ist armselig hier. Auch nichts zum Ausbuddeln. Aber hier liegt heute eine Schnapsflasche. Da wollen wir mal. Hey, runter hier. Das ist ja echt. Das ist ja eine Katastrophe hier heute. Auch keine großen Tierkadaver. Wollte da ein bisschen was Kleines sammeln hier. Dann schauen wir mal eben. Da wenigstens ein paar Krähen finden. Da sitzen welche. Damit wir wenigstens ein bisschen was sammeln können. Das ist ja echt. Heute ist schwach mit Kleingetier, ne? Apropos Kleingetier.
Ich habe hier eine Mücke im Raum, das nervt mich, ja. Gibt ja nichts Nervigeres, finde ich. So, wenn ich schon mal ein bisschen was gesammelt. Oh, ist da oben noch ein kleiner Vogel? Ja, wir müssen jetzt alles mitnehmen an kleinen Viehzeug hier. Kriegen wir das ja nicht hin. Nix. Ist oder auch nix. Ach, das gibt's doch nicht. Hier ist ja nicht mal das drin. Aber da sitzt noch eine Taschenkrähe. Wie, die fällt nicht mal runter. Das gibt's doch nicht. Nee, jetzt komme ich da nicht mehr dran. Heute ist mein Glückstag. Ja, dann eben nicht. Eben, ob wir hier noch was ausgebuddelt bekommen. Da hätten wir schon ein Kopfgeld. Da hinten ist wenigstens was zum Ausbuddeln. Ja, die Mücke hier, die irritiert mich ein bisschen. Das kann ich nicht gut haben. Ist ja wirklich eine ganze Menge egal, ne? Aber Mücken finde ich richtig nervig. Ich kann jetzt ja hier nicht die Aufnahme unterbrechen, um hier die Mücke zu fangen. So, dann nehmen wir vielleicht erstmal dieses Gewehr und versuchen mal. Haben die Hüte auf? Nein. Die haben nicht mal Hüte auf. Oder eigentlich nur Hüte von, ne? Runterschießen. Ach ja, es könnte alles so einfach sein, ne? Ah, dann bringen wir die erstmal weg, die gute Dame hier. Das ist aber noch ein Taschenvogel. Die Zeit müssen wir uns heute leider nehmen. Und dann bringen wir die mal eben weg. Mal Mittag. Na? Ja, und dann reisen wir gleich mal in eine heiße Ecke.
Und dann da mal irgendwo eine Schatzkarte, eine Landkarte. Wir können jetzt nicht alles einsammeln hier. Da gibt's eine Schatzkarte. Listen, you got the map already. Now why don't you untie me, huh? I'm no good to you tied up like this. Ja, billiger kommen wir nicht dran, ne? Ich weiß, ist kein schöner Anblick, ne? So, dann geben wir die Dame schon mal ab. As far as I'm concerned, the only difference between you and them is that they're dead and you get paid. So, eine gesuchte Person abgeliefert. Irgendwas klimpert hier. War nicht hier unten. Dann ist es hier im besten Hotel am Platze, oder? Hier ist nix. Ist es dann wieder da oben? Dann ist es hier. Ich sehe gerade, wir haben ja noch eine Karte offen. Oh my lord. Your mask obscures the personage I have the pleasure of. Ja, ja, bleib locker. So, jetzt gucken wir mal erstmal. Wo müssen wir hin? Ach ja gut, das ist ja nicht so weit, ne? Das können wir ja mal eben erledigen hier. Und dann wissen wir nämlich auch, wo die Madame ist. Hier scheint heute nichts zu liegen. Ah, Moment, 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 Moment. Bisschen entlang reiten hier. Oh nee, 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 nee. Moment, 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 Moment. Haben die Hüte auf? Ja, die haben Hüte auf. Oh gut, wenn man die direkt erschießt, gilt nicht, ne? Das hätte ich anders machen sollen. So, aus der Entfernung töten wir ja auch noch. Aber eben hier was essen. Egal. Mal eben die Knarre wechseln. Ja, ich möchte jetzt keine Arznei nehmen. Denn wir wollen nachher noch das Zähigkeitstonikum nehmen.
So, mit ein bisschen Glück kriegen wir da ja auch gleich eine goldene Taschenuhr. Und sogar noch eine Schnapsflasche. Keine Taschenuhren, die Jungs. So, da ist doch nichts mehr hier. Wo ist denn der andere? Ah, hier. So, und ich hoffe hier auf dem Wagen. Eine goldene Taschenuhr. Da ist er. So, dann mal eben da unten die Ecke checken. Man denn da Vogeleier, glaube ich. Es ist aber doch meist da unten irgendwo. Ich dachte schon, es geht schief. Jawohl, da hinten sind sie. So, erste Karte ist auch schon flöten hier. Dann schauen wir doch mal, wo ist die Madame denn heute? Ah, hier. Alles klar. Jetzt fängt es noch an zu regnen hier. Das kann ja gar nicht gut haben. Ich wollte ja eigentlich mal hier in die andere Ecke. So. Und dann schauen wir mal. Gewürztes Sammelfleisch. Gut, das kann man alles noch machen, ne? Seidenpflanze gibt es hier, glaube ich, auch. Auf Gelege haben wir ja zufällig mal was erledigt. Händler, das kriegen wir schon noch hin. Ach so, nur Sammler mit. Ach so. Jemand mit Spaten. Ja. Das kriegen wir hin. Ich dachte, hier wäre es jetzt wenigstens war. Oh nee. Ihr habt's gesehen, ne? Fotografiert. Das geht doch schief. Gerade bei dem Viech geht's doch immer schief, oder? Wo ist er? Da kommt der nächste.
lösen wir mal eben. So, jetzt wird das Pferd schön nervös. Ich kann mich hier aber auch so richtig nirgendwo hin retten, glaube ich, ne? So. Wo ist der? Jetzt haben wir ihn wenigstens. Gut, der frisst uns jetzt, aber ganz ehrlich. Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich, dass er abhaut. Kein Bock auf den. Also so viel Zeit habe ich heute auch nicht. Mich hier heute nicht dreimal fressen lassen. Ja, gut, jetzt kann er nicht weg, ne? Na gut, ich kann mir ja einmal fressen lassen, oder? So wie jetzt. Ich habe da eigentlich gar keinen Nerv zu heute. So, wo ist mein Pferd? Wo bin ich denn? Oh Gott. Ist ja immer noch da. Jetzt soll ich vom Acker machen. Ja, ich habe da jetzt echt keinen Nerv zu. Ich brauche nämlich eigentlich nur hier den Pelz. Da hinten im Hintergrund sieht man dann noch. Wir können jetzt eben das Zähigkeitstonika nehmen. Tonikum. Schleicht da hinten immer noch rum, ne? Seht ihr das? Da hinten ist er. Ja, irgendwann packt einen ja auch ein bisschen das Jagdfieber hier, ne? Schon wieder fast 25 Minuten. Ich hatte doch ganz andere Dinge vor. Ja, nun gut. Ach, wisst ihr was? Hat kein freies Lager hier. Dann gucken wir eben, ob da hinten noch ein paar Vogeleier sind.
irgendwas auszubuddeln ist. Aha, aber ein Pflänzchen. Oh. Und sogar noch eine Karte. Ich denke, da hinten sind ein paar Schnapsbrenner hier. Ist mir jetzt aber auch egal. Das hatte ich anders vor. Dann würde ich sagen, düsen wir zurück. Und dann gehe ich hier gleich erstmal auf Mückenjagd. Dann spenden wir den Spaß mal. Okay, then. No comment. Dann haben wir zumindest schon mal das erledigt. So. Also, das werden wir wohl noch hinkriegen hier. Ich denke, das auch. Sammler. Ja, da machen wir da einfach mal eine Karte auf. Was soll's denn? Das sparen wir uns vielleicht. Und da war irgendwie noch das Hammelfleisch, ne? Gewürztes Hammelfleisch gekocht. Das können wir ja nochmal eben machen hier. Pflanze brauchen wir noch, die hätten wir vorhin sammeln können, ne? Aber was soll's. So, eins noch. Und fertig. Ja, dann machen wir Schluss. So, das war der erste Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.